Hallöchen, ihr Banausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Railway Empire und wir spielen weiter. Wir bauen unser schönes Schienennetz aus. Ja, und da haben wir unseren Hauptbahnhof in Toledo immer noch, wo richtig viel Betrieb ist. Aber was willst du machen? Hier wird es ja immer. So, wir kriegen aber gut Kohle gerade. Können unsere Schienen bauen, die nächsten. So. Zufällige Panne. Ja. Ne? Natürlich. So, da auch am Mausignale hin. So. Dann hätten wir ja die Obstfarm, wenn wir dann Kohle für den Lok haben. Und natürlich auch noch einen Versorgungsturm dran klatschen. Haben wir eigentlich schon einen dran? Da oben, ne? Ich würde fast sagen, hier unten klatschen wir auch noch einen hin. Besser ist es. Und weiter geht's dann. So, als nächstes werde ich wohl Rogers Express, okay. Wir müssen irgendwo mit ohne Dingens, ne? Ohne Halt, okay. Das heißt, wir müssen eine Linie komplett nach Omaha durchziehen. Okay. Aber wir müssen auf jeden Fall erstmal Toledo hochjagen. Immer noch. Wir brauchen unbedingt einmal den Dragon. Denn wir müssen... Ach, ein wenig Konkurrenz belebt das Geschäft. Da wird mein neuer Bahnhof schon nicht schaden. So. Achso, der macht das ja für beide Gleise. Das ist schon mal gut. So, haben wir Obst jetzt auch. Die Frage ist, was fehlt dem dann noch? Stoff zum Beispiel. Stoff haben wir aber ein Problem. Was fehlt dem auch noch? Ja. Nein. Doch, fehlt ihm auch noch. Milch fehlt ihm. Obst. Ne, Obst kommt ja jetzt. Käse. Käse, Obst. Chicago macht, was macht Chicago eigentlich? Was ist das denn? Werkzeug? Ah. Bretter, Eisen, Kohle. Okay. Toledo wächst wieder. Aber wahrscheinlich nicht genug. Ach, Toledo. Ich hab den aber, glaube ich, da auch anhalten lassen, ne? Hoffe ich. Ne, der fährt durch. Ah, ich weiß warum. Chicago, Indianapolis und dann wieder Toledo. Toledo, Indianapolis halten, Chicago. Dann wieder Indianapolis halten und dann wieder Toledo. Ja, so eigentlich muss das. So. Okay. Wir haben wieder ein bisschen... Nein. Wir könnten theoretisch den hier. Oh, diese neue Lokomotive sieht aber beeindruckend aus. Dann nehmen wir den. Und das. Dann könnten wir theoretisch den. Das ist Express. Wie war das Express? Warte mal, den müssen wir mal nachgucken.
Rogers war Express, ja. Theoretisch könnten wir die Rogers ersetzen, oder die neue. Mach dir nichts draus. Wen interessiert, was in diesen Schmierblättchen steht, nicht wahr? So, das heißt, wir sollten uns auf jeden Fall jetzt mal dann auch um... Boah, wir haben schon 53, ey. Ich krieg Toledo nicht hoch. Geprügelt. Kleines Problem. Brauche ich die Käse? Da ist Käse. Mach dir nichts draus. Wen interessiert, was in diesen Schmierblättchen steht, nicht wahr? Das Käse. Das ist auch nett. Da müsste ich theoretisch hier da hoch. Auch da dran, am besten. Wow. Aber könnte ich machen. Alles drauf. Ich brauche die Dragon. Von Louisville nach Toledo, aber nur Fracht. Ich hoffe, der nimmt Käse mit. Er nimmt gar nichts mit, auch gut. In dieser Stadt steige ich mit ein und erhöhe um einen Bahnhof. Ist auch geil. Aber macht im Endeffekt nichts. So, der soll aber Käse machen, da unten. Ich hoffe, der macht eigentlich auch Käse. Machst du Käse, mein Freund? Ha! Hier ist ja noch ein Platz für meinen Bahnhof. Käse macht da gar nichts gerade, weil er braucht Milch. Höchstwahrscheinlich, war klar. Milch haben wir... wow, gar nicht? Da, wow. Ey, weiter weg geht's nicht. Da oben ist Milch. Da ist Milch. Und da muss da unten hin. Willst du mich verarschen? Gott. Aber sonst irgendwo Milch in der Nähe? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch da. Aber das ist genauso weit weg. Oh, 1,3 Millionen. Wie teuer das ist. 1,5 Millionen kostet das. Ernsthaft? Warum? Was ist denn so teuer? Was hörst du, wenn ich hier lang gehe? Ah, der hat Louis Willow angeschlossen, der Pisser. Oh Gott. Ja, ich gehe hier lang. 300.000. Alter. Ich hoffe, das doch nie im Leben mit Toledo jetzt. Da steigt man ja. Müsste mal da Leder loswerden, das wäre viel wichtiger. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. War nur optional, aber ich will das fertig machen. Mein Spion hat mir berichtet, dass du deine Forschungsabteilung dringend aufräumen musst. Überall liegen diese geheimen Baupläne herum. Ach, Olga.
Gib mir nicht am Sack. Dann bitte über den Stringnetz verbinden, das kriege ich ganz schnell hin. Da ist auch schon was. Was ist denn da los, hör mal? Was ist denn da für ein Zug? Ach, ein wenig Konkurrenz belebt das Geschäft. Da wird mein neuer Bahnhof schon nicht schaden. Ja, ich weiß, er kann keine Dingens machen. Leider. Hat er einen Kornbedarf 1,5 haben wir genug. Holz wäre noch interessant. Aber Holz ist auch hier. Ma. Ernsthaft, Junge. Was macht die eigentlich? Reporter. Mach mal hier gegen. Genau. Eigentlich nicht schlecht, dass mein Unternehmen jetzt in aller Munde ist. Toledo wächst. Ja, aber zu langsam. Wir haben Weizen, wir haben hier das. Dann Zucker. Können wir jetzt eine Brauerei? Wir können auch das bauen. Oh, eine Brennerei, komm. Zack. Der wächst wieder. So. Müssen wir mal Landbetriebe haben. Was sagt Indianapolis? Keine Nachfrage. Da haben wir noch das. Das können wir auch noch nehmen. Aber mit deinem Gleis. Wo bliebe denn der Spaß, wenn man nicht ein bisschen schummeln würde, oder? Naja. So, das haben wir auch. So, Versorgungstürmchen. So, haben wir schon 8. So, was haben wir noch? Irgendwo was hier. Da haben wir noch Korn. Können wir hier oben dran schließen. Gemüse. Können wir hier auch machen. Ach, hier darf ich gar nicht bauen. Warum nicht? Ach, wegen dem Mississippi. Okay. Aber ich dürfte ja hier, oder? Solltest du nicht auch ein wenig Platz für effizientere Eisenbahnsysteme lassen? Aber dein Maul, Olga. Einmal. Zweimal. Da haben wir sowieso keine Kohle mehr. Erstmal, aber das haben wir gleich. Und so lese ich es bei 45.95. Oh nein.
je, 95.000 hängen wir fest. Ich glaube, das reicht nicht mehr. Das schaffen wir nicht mehr. Ja, ich weiß. Kann ich nur irgendwas tun dafür? Hab ich doch. Ich habe jetzt 10 Landbetriebe. Habe ich doch gemacht. Haben ja noch 2 gefehlt. Bloß bei mir wohin? Das ist was? Leben. Leben ist für? Keine Ahnung. Oder müsste ich jetzt theoretisch was machen? War nicht so, oder? Ich muss zugeben, dass deine Ergebnisse für sich sprechen. Dieses Liniennetz kann sich sehen lassen. Prämie. Wir haben 1954. Können wir das forschen? Ich hätte ja etwas wesentlich Exquisiteres ausgewählt. 90.000. Bauholz. Was habe ich denn jetzt gerade gemacht? Tyson 10 Wheeler. Ach, für gemischt, ja. Können wir für die Fracht. Die transkontinentale Eisenbahn ist ein schöner Traum. Aber irgendwann wacht man auf. So auch du. Kostet ja kaum was. 13 Züge. Ich sehe, Toledo ist ziemlich groß geworden. Willst du behaupten, dass deine Eisenbahn einen großen Einfluss auf diese Entwicklung hatte? Geschafft. Sehr gut. Verbinde Chicago, St. Louis und Louisville. Chicago haben wir? Ja. Träum du auch schön weiter. Es spricht überhaupt nichts dagegen, einen Traum zu haben. Also lass dir bloß nichts erzählen. Halt die Fresse. Es ist ja nicht so, dass bereits ein Bahnhof von mir in der Stadt stünde. Ja, Pech, ne? Würde ich sagen. Wo ist mein Bahnhof noch? Danke. Das funktioniert wieder nicht, ne? Mach mal so. Ich veräppeln? Danke. Du baust dein Streckennetz ja ziemlich weit nach Süden aus. Bist du sicher, dass sich das auch lohnt? Die Republikaner haben sich gegründet. Hey, das haben wir auch. Also wir könnten ruhig St. Louis auch noch eine Bahn hochziehen, was jetzt aber nicht so interessant ist. Ich würde lieber erstmal noch ein paar Dinger hier kaufen. 60% hätten wir dann. Ich will übernehmen, die Olle.
Die müssen wir sowieso. Deswegen müssen wir immer zwischendurch was kaufen, sonst wird er zu teuer. Ich könnte auch die Aktien verkaufen, wenn wir ganz viel Kohle haben. Aber kostet auch noch 2,7 Millionen. Wir müssen jetzt Rock Island noch und wir müssen noch die Passagiere machen von Toledo aus, was richtig teuer wird. Weil wir müssen erstmal noch Bauholz darüber packen. Bauholz, ne? Bauholz müssen wir sowieso von Toledo holen. Was auch nicht so geil ist, finde ich. Haben wir überhaupt Bauholz hier drin? Gar nichts. Null. Warum? Haben wir sonst noch irgendwo was, wo wir Bauholz hätten? Was heißt denn Bauholz? Ist das das hier? Ne, das ist normales Holz. Ne? Oh je. Da scheint es ein kleines Problemchen genau, mit deiner Lokomotive zu geben. Sägewerk in Grand Rapids. Jo, übernehme ich. Ah, das Sägewerk. Das ist Bauholz. Null. Das ist auch geil. Expresslinie in Grand Rapids, ne. Aber hier ist nichts über Holz, ey. Das kotzt mich an. Da ist Holz. Aber da steht natürlich schon einer. Da ist aber auch Holz. Da ist auch einer. Boah. Wer ist denn das? Wieder. Die Olga. Die müssen wir übernehmen. Aber ich habe auch nur noch... Ja, war das nur 4 Jahre noch dafür? Ne. Warum krieg ich doch kein Bauholz hier hin? Wo geht denn das hin? Immer. Dampfschiffe sind so viel angenehmer als die Eisenbahn. Der sanfte Wellengang statt diesem Rumgeholpere. Flanieren auf Deck, statt sich durch die Waggons zu quetschen. Oder ich müsste theoretisch auf der Linie, die nach Chicago fährt, gerade... Immer diese Geschäftsleute mit ihrem ach so tollen Auftreten. Könnte ich theoretisch nehmen. Quackt er dich immer so voll? Von wegen Flanieren auf Deck? Als ich das letzte Mal auf so einem Kahn war, ist mir fast der Boden unter den Füßen durchgekracht. Könnte ich theoretisch... Die so dran machen. Dann wird die da vorbeifahren. Das da. Und würde theoretisch da ein Signal hinten dran machen. Dann machen wir das jetzt einfach. Wir nehmen die, die nach Chicago fährt. Diese hier. Die löschen wir erstmal komplett. Toledo nach Rock Island. Ja, dann mach. Aber die wird Fracht mitnehmen. Bestimmt wieder nur eines deiner kleinen Versehen. Aber und kann es sein, dass du gerade auch ein Gebot abgegeben hast? Die Tyson 10-Wheeler nehmen. Und ich hoffe, du nimmst Holz mit zwischendurch. Und natürlich nimmt die gerade gar nichts mit, ne? Doch. Hat die so was da. Sie nimmt gar nichts mit. Du solltest wirklich besser auf die Wartung deiner Lokomotiven achten. Wir machen zu wenig Holz. Da kommt doch auch Holz an zwischendurch. Was ist denn los? Hier, da kommt doch Holz. Jetzt geht's wieder los. Mit dem Bauholz. Wir haben zu wenig Holz.
Lass mich dir zeigen, wie man das macht. Holger, gib mir die Anzeige. Kauf dich nämlich auf, so langsam. Ja, Anschluss bei mir, Herz bei mir gar nichts. Wir müssen aber leider hier das Dingens hinpacken irgendwie. Wir müssen unbedingt Bauholz haben. Da ruhig nicht rum, du. Bauholz kriege ich nur, indem ich Holz einpacke. Nein. Aber ich frage mich gerade, wo in Gottes Namen der das Holz hinbringt, wenn der hier Holz hat. Sieh mal, einer deiner Züge hat eine Panne. Das verstehe ich nicht. Aber ist ja schön und gut, dass der hier Holz hat. Aber die brauchen noch kein Holz. 14. Das verstehe ich nicht ganz gerade. Johnson Ranch? Was ist er denn? Ach, die habe ich ja gebaut, stimmt. Für den Käse. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Da, na, 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 na. Kriege ich da vielleicht irgendwie ein bisschen Holz hin, so? Ein wenig vielleicht? Nein? Perry Farm, Grand Rapids. Da ist die von Toledo wieder. Rock Island Toledo. Aber ich kriege hier kein Holz. Wo geht das Holz hin? Oh nein, so ein Pech aber auch. Wo geht das Holz hin? Wilson pro Woche Bedarf alle Städte. Nehmt ihr die in den Städten mit oder was? Oder wäre theoretisch nur der? Grand Rapids, mehr habe ich doch gar nicht. An Städte. Doch Indianapolis habe ich auch, ne? Da. Nimmt der die mit? Und der holt Bier. Hä? Wer nimmt der blöde Holz mit? Das interessiert mich jetzt gerade. Und ich sehe gerade, dass die Folge schon längst vorbei ist. Wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal zu einer Runde Railway Empire. Tschüssingen.